Drei Harley-Asse und ein Jefa-Trumpf. Das ist das Jefa-Gewinnspiel 2014. Mitmachen lohnt sich. Denn jede der drei Jefa Custom Harleys könnt ihr gewinnen. Den Bagger für die lässige Überlandfahrt. Den Oldschooler fürs puristische Fahren. Oder den Woody fürs lässige Kumpen. Jedes Bike so friesig schärf wie das Bier. Also man kann sagen, diesmal sind wirklich alle Teile von dem Motorrad hier gelandet. Vom Rahmen hin, über Motor, die ganzen Blechteile, dieser Öltank, die ganzen Kleinteile, Speichen, Schrauben, Nippel, alles was in diesen Jefa-Farben werden musste, habe ich quasi in der Hand gehabt und habe da circa, ich habe das noch nicht durchgerechnet, aber ich schätze mal 90 Stunden sind da ins Land gegangen, bis das wirklich so geworden ist, wie es jetzt ist. Now that we've come to the end of our road, and there is nowhere left to go, and on our hearts we will have to admit, we've only ourselves to blame. Defying the sea stands a lighthouse with a light that shines so bright. Our hearts in our hands and the faith in our souls, will cross the sea and leave it all behind. 'Cause it's the salty winds of the northern shore make me forget what has been. Ja, ich freue mich drauf, das Bike in Vollendung zu sehen, da ich bis jetzt nur die Einzelteile gesehen habe. Aber ich glaube, das wäre, was ich so gesehen habe, oldschool-mäßig echt cool und ja, frieses Schärf halt. Ne? Also die Farben und sowas, das passt alles sehr geil zusammen und ich freue mich drauf. Das Besondere an dem Jefa-Bike 2014 in diesem Jahr ist die Konzeption, hier einen richtigen Oldtimer zu nehmen, einen Rahmen, einen Wischbogen Harley Davidson Rahmen aus dem Jahr 1950, einen sogenannten Stahlrahmen, weil er selbst über keine Federungselemente verfügt, gepaart mit relativ moderner Technik in altem Gewand, sag ich mal. Eine Springergabel, die es auch schon seit den 30er Jahren gibt bei Harley, die aus dem Modelljahr 2006 kommt, sowie ein Panhead-Motor von S&S, weil der auch alltagstauglich sein soll und es hier auch ein bisschen um Leistungserfaltung geht. Make me forget what has been before, when we walk down the pike hand in hand. That's the taste of freedom. That's freedom. It's the salty winds of the northern. Und Drehmoment heißt bei ihm, das muss im Oberarm Klick machen, ne? Der ist vom Fach. Früher gab es ja die Goldkante und jetzt haben wir hier die Goldkette. Das kommt dann richtig, ne? Hört sich auch gut an. An diesem Bock ist wirklich alles handgemacht. Sogar die Gasfabrik. Ein schöner als durch eine Jefa-Pulle. Kann man eine Harley auch nicht beatmen. Das hört sich schon ganz gut an. Ich sag mal, ein Feuerstuhl. Die Sehnsucht nach Landstraße und Seebrise. That's freedom. It's the salty winds of the northern shore.
what has been before. When we walk down the plank hand in hand, that's a taste of freedom. Und jetzt können alle Jäger-Freunde von diesem Custom Bike träumen. Ein Ass, das ihr gewinnen könnt. Eine von drei coolen Jäger Custom Harleys. Also mitmachen und gewinnen. Überall, wo es Jäger gibt. Jäger kaufen, Kärtchen abschicken. Und mit Glück sitzt ihr bald auf einer coolen Jäger Custom Harley. Make me forget what has been before.